Hey, was macht der Hund denn da? Er macht Pipi, das sieht man doch. Kann denn niemand diesen Köter rausschaffen? Also, das steht nicht in unserem Vertrag drin. Hygiene ist äußerst wichtig. Haben Sie eine Idee, Betty? Natürlich! Rantanplan könnte mit den Gefangenen draußen spazieren gehen. Die Gesellschaft von Tieren kann für das psychologische Gleichgewicht der Gefangenen wichtig sein. Ja, das ist wahr. Ich habe eine Kakerlake gefangen und fühle mich psychologisch schon viel ausgeglichener, ohne Frage. Dann suchen Sie ein paar Gefangenen, die mit dem Hund draußen Gassi gehen, ohne dass sie sich aus dem Staub machen. Und die Laterne hier muss verschwinden. Hey, mein Laternenpfahl. Jetzt muss ich es mir verkneifen, bis ein neuer gewachsen ist. Ich habe eine Idee. Was sag ich? Das ist ein teuflischer Plan. Ach, wollen wir abhauen? Schrei doch noch lauter, damit alle Bescheid wissen. Also, wir machen jetzt ein paar kleine Tests, um eure Fähigkeiten als Hundetrainer zu überprüfen. Ich verstehe nur Bahnhof. Fangen wir mit Stöckchenwerfen an. Ever? Wirf irgendwas. Mal sehen, ob er es zurückbringt. Rat am Plan. Hol den Ball. Was für ein Talent. Der ist ein Genie. Machen wir mit Pfötchen geben weiter. Gib mir Komm Pfötchen, zu, Papa. Pfötchen, gib Pfötchen. Pfötchen. Jetzt mach los. Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Niemals zwei Pfötchen zur selben Zeit geben. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie gut ihr einen Hund kontrollieren könnt. Ich hab die Bestie in mir bezwungen, also ist ein Hund ein Kinderspiel für mich. Zu eins, dass er es nicht länger als eine Minute schafft. Wette gilt. Und 30. Schneller Zaster. Und jetzt der Stimmbefehlstest. Ihr müsst Rantanplan dirigieren und zwar nur mit eurer Stimme. Lala, das wird schwierig. Los, können wir endlich weitermachen? Ich muss so dringend, ich mach mir gleich ins Fell. Rantanplan, hoch mit dir, lauf! Er will mir was sagen, aber was? Jetzt komm schon, stell dich nicht so an, beweg dich. Hm? Vielleicht gibt's was Neues über meinen Laternenpfahl. Hör mal, wenn du in China wärst, dann würdest du dir mehr Mühe geben. Die machen da Würstchen aus dir und packen dich zwischen zwei halbe Brötchen. Also komm schon, komm, beweg dich. Los, Hundi, Hundi. Ich weiß, er will, dass ich auf seinen Arm springe. Wie sieht's aus? Zählt das auch ohne Hund? Das war wirklich ganz außergewöhnlich. Morgen geben wir den Namen desjenigen bekannt, der Rantanplan draußen Gassi führen darf. Wir haben garantiert nicht bestanden. Wir müssen diese Liste fälschen. Aber mein Laternenpfahl, mein Laternenpfahl. Wir haben das Ergebnis ausgewertet. Am besten geeignet fürs Gassigehen sind... Also am besten geeignet zum Gassigehen sind die Torten. Tja, wer hätte das gedacht? Aber was feststeht, das steht fest.
unglaublich. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Das ist total abgefahren. Wir sind frei. Wir sind frei. Was habt ihr auf unserem Territorium zu suchen, Bleichgesicht mit dem gestreiften Shirt und einem Wachstumsproblem? Was eine Erleichterung. Ist das euer Hund? Ein Hund? Was für ein Hund? Ja, wir haben nämlich den Test gewonnen. Das Tor! Öffnet das Tor! Da draußen sind uns zu viele Rothäute. Das ist uns viel zu gefährlich. Vergessen wir das draußen Gassi gehen. Effektivität ist wichtiger. Ich schlage vor, wir machen alles wieder so wie gehabt. Her mit diesem roten Ding. Rantanplan! Rantanplan! Ja, was denn? Man muss mit der Zeit gehen. Sieht aus, als hätte Miss Betty eine neue Stofflieferung bekommen. Oh. 38 Stoffballen. Ich hoffe, ich finde bald Vorhänge, die zu meinem Sofa passen. Das ist schon die fünfte Lieferung. Wie wär's mit Jalousien? Pinkfarbene Kissen passen wunderbar zu grünen Streifen. Ja, genau. Pinke Kissen, wir sind Bankräuber und keine kleinen Schulmädchen. Mr. Peabody, erlauben Sie, dass Avril mir heute Abend bei meinen Vorhängen hilft? Miss Betty hat einen Schlüssel für das Tor. Heute Abend schnappst du dir den Schlüssel und dann heißt es Adios. Und wie soll er den Schlüssel finden? Ach, ich frag sie einfach. Ach. Auch wenn du dich noch so anstrengst, du wirst nie so sein wie ich, Joe. Du hast keinen Geschmack. Ich weiß, wie wir herauskommen. Mehr brauche ich nicht. Du musst mir die Führung überlassen. Sei nicht blöd, der Körper folgt dem Kopf. So, nach rechts. Komm, Ochse. Das andere rechts. Los. Oh. Ich träume. Oh, Zeit, was zu futtern. Avril, du kennst dich doch mit Mustern aus. Was passt zu grünen Punkten? Schweinchen Rosa. Kommen Sie rein, Avril. Oh, Avril, haben Sie sich wehgetan? Nein, alles bestens. Oh. Ich mache uns einen Tee. Der Schlüssel. Sieh mal hier, Joe, eine Hupenschleuder. Oh. So, da bin ich wieder. Was? Das ist ein schöner Balkon. Also, ich brauche einen sanften, femininen Look, der zu einer modernen Frau passt. Aber gleichzeitig brauche ich das Spiel von Farbe und Material. Verschiedene Stoffe, von Seide bis Leinen, ist alles möglich. Ein wenig traditionell und doch modern für eine gemütliche Atmosphäre. Verstehe. Lieber das oder das? Ach, Herrje, jetzt habe ich meine Brille in der Zelle liegen lassen. Lieber das oder das? Puh, frag mich doch nicht. Du willst doch der Innendekorateur sein, Joe. Jetzt lass mich nicht hängen, du Gelbwurke! Ganz schwindelig! Warum geht ihr nicht einfach zusammen? Hm.
Avril, was meinst du passt besser? Einfarbig oder gestreift? Einfarbig! Ah, ist schon besser. Oh nein, ich sehe doppelt. Ich glaube, ich brauche noch ein Dessert oder so. Herein! Oh, die letzte Torte war einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Zucker? All die vielen Farben überfordern mich einfach. Es sind zu viele. Ich weiß nicht, für welche ich mich entscheiden soll. Nicht, dass ich die falsche Wahl treffe. Ich wünschte, ich wäre wie Sie ein wahrer Künstler. Für mich sind alle Farben irgendwie gleich. Wie wär's mit Grün? Oder vielleicht mit Gelb? Gelb ist ja so inspirierend. Ich könnte etwas Inspiration gebrauchen. Blau ist so gut für Kreativität. Vielleicht ist es genau das, was ich brauche. Kreativität. Ja, verstehe. Wir wollen Verstecken spielen, ja? Farben sind lebenswichtig, wissen Sie? Ein kleiner Irrtum kann große Folgen haben. Bringen Sie nach draußen. Wie war das gerade? Ist da irgendwas, Avril? Rantanplan, was machst du denn hier? Du möchtest wohl ein Stück Zucker. Ich hab ihn! Ach, also darum ging es die ganze Zeit. Her mit dem Schlüssel, Jack, oder Sie werden bestraft. Hey, ich krieg gleich einen Krampf. Jetzt her mit dem Zucker. Her. Niemals! Wirf den Schlüssel rüber, Jack, wir verschwinden! Ja! Sollte ich doch lieber selbst laufen. Und was machen wir jetzt? Nee, was soll denn das? Ich bin doch kein Sparschwein, hey. Keine Bewegung, so. Hände hoch. Ihr seid doch nur eifersüchtig auf mein Talent und weil der Name Dalton auch für etwas anderes steht als nur für kriminelle Energie. Du bist eine Schande für unsere Familie. Eine Schande für deine Mutter. Mom, hasst Pink. Eifersüchtig. Alle mal herhören. Ich brauche Freiwillige. Jeder bekommt $3,000 Belohnung. Die Ölfelder stehen in Flammen und wir werden das Feuer auspusten. Etwa so. Eure Aufgabe ist es, ein paar Fässer dorthin zu transportieren. Und was ist in den Fässern drin? Naja, etwas Nitroglycerin. Ja! Wir sind Freiwillige! Was denn? Wir pusten die Kerzen aus und dann futtern wir die Torte. Nein, Avril, ihr transportiert das Nitro. Und das Nitro macht sowas hier. Hoppla. Es ist riskant, aber wir machen's und dann hauen wir ab. Wir folgen euch natürlich für den Fall, dass ihr auf die Idee kommen solltet, abzuhauen. Was denn? Ich und abhauen? Was für eine dämliche Idee. Einen letzten Schluck für die Todgeweihten. Viel Glück. Na dann, ab geht die Post. Es kann jetzt losgehen, Leute! Diese Limonade ist so gut! Tropft die aus diesen Fässern? Ey, ich will mehr davon! Immer schön langsam, da passiert nichts. Ja! Tisch ab! Oh, bleib stehen! Halt! Das wird eine sehr lange Fahrt. Nö.
Wir sind außer Sichtweite. Verschwinden wir! Was transportieren die Bleichgesichter? Das ist Nitroglycerin, gefährliches Zeug. Seid vorsichtig mit euren Pfeilen. Wow, ihr dürft damit nicht über unser Territorium fahren. Tja, ihr müsst die Ringstraße nehmen. Schon in die Luft geflogen? Nein, noch nicht. Ja, endlich! Haha! Frei! Halt! Und wir haben keine Spitzhacken dabei. Oh, die leckere Limonade. Vorzüglich. Gibt's noch mehr davon? Er ist nicht explodiert? Sein Magen scheint das Nitro gut zu verdauen. Ja! Wenigstens können wir jetzt weiter. Aber wir gehen noch hops, wenn wir so weitermachen. Ich habe einen Plan. Wie sieht's aus? Was machen Sie? Sie schlagen ein Nachtlager auf. Ein trauriges Ende. Jetzt müssen wir die anderen Fässer verstecken. Stellt euch mal vor, wie viele Banken wir damit in die Luft jagen können. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Für einen Augenblick habe ich Sie vermisst. Bitte keinen Sarkasmus. Gut gemacht, meine Herren, das Feuer ist aus. Ihr habt euch die Belohnung verdient. Aber ich muss euch etwas davon abziehen. Zerstörte Kutsche, Gefängnistor kaputt, der Wachhund muss zum Tierarzt. Das bedeutet, für euch bleibt genau der bescheidene Rest von einem Dollar übrig. Na, Chefkoch, was steht denn heute so alles auf der Speisekarte? Tja, es gibt frittierte Paprikaschoten mit Schinken à la fabelhafter Folge. Eine Geschmacksexplosion, ein kulinarisches Highlight. Wow! Wow! Ugua!
Avril kocht dasselbe nochmal auf der Stelle. Essen ist fertig. Na dann. Nein, besser du isst zuerst. So, und jetzt niesen. Wo ist Avril? Ich bin hier, Joe. Also mir hat's köstlich geschmeckt. Das heißt, Avril's Eintopf hat ihn unsichtbar gemacht? Ihn unsichtbar gemacht? Avril, du bist ein Genie. Lass mich dich umarmen. Ja. Aber ich bin noch hier, Joe. Es funktioniert, wir sind unsichtbar. Na los, hauen wir ab. Joe, unsichtbar sein heißt nicht, dass man durch Wände gehen kann. Hallo, Gefängniswärter, hier sind Kakerlaken in unserer Zelle. Wo sind die Kakerlaken? Verschwunden. Was? Verschwunden? Und es gibt keine einzige Spur, keine Sandhaufen und keine Tunnel. Sichert alle Ausgänge, lasst niemanden raus. Die sind wahrscheinlich noch auf dem Gelände. Wir warten, bis sie auftauchen. Kein Gefangener entkommt, Melvin Peabody. Oh, finden Sie das lustig? Wie bitte, Boss? Wir klauen die Schlüssel aus dem Büro des Direktors und verschwinden. Hey, ich kann fliegen. Ist ja ein Ding. Ich kann fliegen. Avril, was machst du mit dem Hund? Den nehme ich als Souvenir mit, Joe. Wir reisen mit leichtem Gepäck. Schlaf! Ich habe schon immer davon geträumt, ein Superheld zu sein. Ich habe sie lachen hören, Emmett. Sind die blöden Schlüssel. Passt auf, da kommt jemand. Nicht zu fassen. Na, danke. Er macht unseren Plan kaputt. Ich komme! Super Rantanplan! Ja, hilf mir! Wache, hilf mir! Nicht so hastig! Lass mich in Ruhe! Wir sind's, die Dorten! Ja. Die Schlüssel! Die Schlüssel? Aber ich habe keine Schlüssel! Lügen haben kurze Beine. Oh, Entschuldigung, Boss. Die Dortens, sie sind unsichtbar. Da, direkt vor euch. Wo denn? Hier. Fürchtet euch nicht. Rantanplan rettet euch. Mit seinem Superblick lokalisiert er die Kriminellen. Joe, die Wirkung lässt nach. Wir haben die Schlüssel, das ist alles, was zählt. Oh Mann, welcher ist es? Schnappt euch die Burschen! Moment mal, wir werden nicht dafür bezahlt, Geister zu jagen. Ich verdopple euer Gehalt. Das Dreifache. Das Vierfache. Mein letztes Angebot. Also schön, wie viel?
In unserem Gefängnis spukt es. Unser Gefängnis ist ein Spuknast. Es spukt. Ach, welcher ist der Richtige? Na bitte, wer sagt's denn? Seht euch das an, meine Brüder. Die süße Freiheit liegt direkt vor uns. Ist das nicht wunderschön? Ja, los gehen wir, Joe. Wartet, wir müssen diesen Moment genießen. Es besteht kein Grund zur Eile mehr. Keine Bewegung! Hände hoch! Die Sichtbaren zuerst! Ach, wir haben's wieder verpatzt. Das geht mir langsam auf die Nerven. Na, hör endlich auf damit, Averill! Ich kann nichts dafür, Joe. Ich verdau das Zeug eben nicht so gut. Jetzt sehe ich aus wie ein richtiger Superheld. Zum Glück habe ich mir den Schlüpfer über den Anzug gezogen. Brüderlichkeit, Modernität, Sicherheit und Profitabilität. Meine lieben Aktionäre, das ist der Schlüssel für eine moderne Gefängnispolitik. Ein Maschinengewehr? Danke, ich muss den Direktor beschützen. Können Sie jetzt Zeuge sein, wie in meinem friedlichen, ruhigen Gefängnis? Keine Sorge, Direktor, ich habe die Situation unter Kontrolle. Der Hund muss aus dem Bild. Ich kümmere mich darum, Mr. Tagliatelli. Wir drehen, Kamera läuft. Meine lieben Aktionäre, Sie haben gerade gesehen, wie wachsam unser Gefängnis und mein Leben beschützt. Und Schnitt, alles im Kasten. Das war umwerfend. Und damit mein Film auch wirklich realistisch wird, brauche ich einen Gefangenen für die Hauptrolle. Wen würden Sie empfehlen? Liebe Gefangene, darf ich euch den berühmten Filmregisseur Hectorius Tagliatelli vorstellen? Macht bald Platz, ich will was sehen. Er ist hergekommen, um einen Werbefilm für unser Gefängnis zu drehen. Also, wir haben Charlie den Quadrathintern, den Kansas-Kriminellen, Billy den Bullen, den Büffelleberdieb, Nick Speckwanz den Postkutschenräuber. Das reicht. Der Star steht direkt vor Ihnen. Er ist perfekt, das kleine Tiramisu. Deine Nase wird gut zur Geltung kommen. Casanova-Lächeln, kleiner gezwirbelter Schnurrbart. Fantastisch! Und jetzt kommen wir zu einer kulturellen Aktivität. Skulpturen machen mit der Spitzhacke. Joe Dalton sagt uns dazu ein paar Worte. Jetzt komm schon, wir drehen! Hallöle, ich bin Averill. Seht mal, was ich gemacht hab. Geh aus dem Bild, du Hirni! Ich hab hier die Hauptrolle! Ich bin der Star! Okay, dann die nächste Szene. In unserem Gefängnis sind alle Gefangenen kerngesund, weil sie gutes Essen bekommen. Spiel so wie ich. Sag, dass das Essen gut schmeckt. Das Essen schmeckt sehr gut. Was gibt's denn heute zum Nachtisch? Was für eine Natürlichkeit, was für eine Präsenz. Das perfekte Double für das kleine Tiramisu. Die Gefängniszellen sind äußerst komfortabel. Tja, und dann zündete Dynamit-Kid die Zündschnur an und ritt auf seinem Pferd in den Sonnenuntergang. Und morgen geht's weiter. Ich kann's kaum erwarten. Oh Mann, ist das gemütlich. Das nächste Kapitel, das nächste Kapitel, das nächste... Und Schnitt, Schnitt! Das war unglaublich. Ein cineastisches Erdbeben. Wirklich großartig. Komm in meine Arme. Ich muss dich umarmen. Schaff diesen Köter weg! Oh, danke schön, Joe. Durch dich habe ich jetzt die Hauptrolle. Ich spiele den perfekten Gefangenen. Du solltest dich schämen, Averill. Ja, gut, dass Ma dich nicht so sieht. Perfekter Gefangener, perfekter Gefangener. Ich habe eine bessere Idee. Was ist, wenn wir die perfekten Ausbrecher sind? Ja, aber wie soll ich das meinen Fans erklären? Bravo, du, bravissimo. Du bist ein lausiger Schauspieler, aber ein wunderbarer Schriftsteller. Deine Idee ist einfach grandios, ja umwerfend. Das wird die Schlüsselszene in dem Film, die Flucht der Daltons.
indem sie zum Schluss wieder eingesperrt werden. Haben Sie keine Angst, dass die Daltons wieder fliehen? Keine Sorge, ich habe schon eine Idee. Die Flucht der Daltons, Klappe, die erste. Gut so, jetzt seht euch um. Man könnte euch auf die Schliche kommen. Ja, weiter so. Grabt, grabt. Sehr gut. So, und jetzt werft die Schaufeln weg. Auf Nummer Wiedersehen, du scheußliches Gefängnis. Sprichst du jetzt oder was? Adieu. Sehr schön, das war's. Und Schnitt, eine geradezu magische Szene. Kleiner Umbau, wir filmen draußen weiter. Wir filmen sie am Ausgang des Tunnels. Halt, stopp! Mein Umhang! Jetzt denk doch mal nach. Wir halten uns nicht ans Drehbuch, oh nein. Niemand ist im Gefängnis, alle sind draußen. Da ergreifen wir unsere Chance. Das heißt, niemand wird merken, dass wir abhauen. Genau, du bringst die Sache auf den Punkt. Wenn sie nicht filmen, wie wir geschnappt werden, was sag ich meinem Publikum? Aber das ist doch viel besser. Du wirst zu einem Mythos, einer lebenden Legende. Das glaube ich nicht. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Da warten sogar ein paar Pferde auf uns. Ja. Jetzt reiten wir in die Freiheit. Ja, wir haben's geschafft. Bravo, bravo, meine Freunde. Wirklich umwerfen. Dankeschön, danke, meine Fans. Und wieder ist eine tolle Szene im Kasten. Hey, jetzt verstehe ich endlich dein Drehbuch zu. Bravo, wirklich toll. Und ich war ganz groß im Bild. Dieser Hornochse, er ist ja so eine Nervensäge. Er macht mich fertig. Das ist perfekto. Das kleine Tiramisu ist endlich wach geworden. Wie sieht's aus? Können wir noch eine Szene drehen? Stars mit Stimmungsschwankungen werden es nie weit bringen. Oh, böses Maschinengewehr. Das war's. Das blöde Ding wird niemandem mehr wehtun. Diese Nervensäge, ach, mein schöner Werbefilm. Da! Da! Naja, das liegt am Transport. Das Boot ist zu spät angekommen. Können wir denn hier nicht selber Brot backen? Halt doch, da! Wir haben Weizen, wir könnten uns selber eine Mühle bauen. Es wird Zeit zu backen. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Hey, Piet, sucht ihr Freiwillige zum Brotbacken? Du meinst wohl Freiwillige für eine Flucht, was? Überhaupt nicht. Es ist nur so, dass wir übers Brotbacken Bescheid wissen. Wunderbare Idee. Rehabilitation durch Arbeit, das gefällt mir. Hey! Passt doppelt auf sie auf. Selbstverständlich. Wir werden arbeiten? Aber das haben wir doch noch nie gemacht, Joe. Nein, du Idiot, das ist ein Plan. Kann mir mal jemand helfen? Ein Riese. Das ist Godzilla. Attacke! Wie ist dein Plan, Joe? Seht ihr die Räder der Kutsche? Die bauen wir um. Der Westwind treibt die Mühle an und wir machen uns aus dem Staub. Wow, das nenne ich einen Plan. Oh. Hey, seht mal, ich bin in Schnee gefallen. Hey, Müller, schläfst du? Glaubst du etwa, das Mehl backt sich von allein, hä? Hey, komm zurück! Frisch ans Werk!
es geschafft, Jungs. Endlich, endlich sind wir frei. Die Daltons haben uns ausgetrickst. Das sehe ich selber, du Neandertaler. Hinterher! Es funktioniert! Ich bin genial! Und machen wir jetzt kein Brot mehr? Das soll doch wohl ein Witz sein! Die kriegen uns nie im Leben! Dämlich wie ein Dalton. Das ist schon fast eine Redewendung. Ein Jäger muss leise sein wie eine Raupe. Ja! Ich glaube, die Raupe muss das Kriegsbein ausgraben. Nicht in das Kakteenfeld! Dreh um! Geht nicht, wir sind zu schnell! Bleichgesichter fahren wie verrückt auf die riesengroße Schlucht zu. Die Indianer haben aufgegeben. Hurra! Hey, was ist euch lieber, von den Indianern skalpiert zu werden oder in den großen Canyon zu stürzen? Der Zauber von Manitou. Es fliegt. Das ist nicht Godzilla, das ist Astro-Man. Oh, ich kann nicht mehr. Ich hab Godzilla-Man besiegt. Plan! Was machst du denn hier? Ja, du bist ein guter Hund. Alle auf die Flügel! Und laufen! Ich glaube, ich möchte lieber doch nicht arbeiten. Ein Engel! Ihr Dalton seid wirklich unser Brot und Butter. Trocken Brot und Wasser. Meine lieben Gefangenen, es gibt großartige Neuigkeiten. Für euch alle geht es jetzt raus. Zum Arbeiten. Die Eisenbahngesellschaft braucht jede Menge Arbeiter, um ihre Schienen zu verlegen. Das ist äußerst anstrengend, unterbezahlt und ihr müsst sehr früh aufstehen. Ich möchte Sie nicht zur Flucht ermuntern. Und gibt es Freiwillige? Wir sind Freiwillige, aber ja! Joe Dalton, das ist ja eine Überraschung.
Ich erklär's euch, hört genau zu. Das ist ein genialer Puchtplan. Das ist ein genialer Fluchtplan. Wir haben schon verstanden, Joe. Sobald wir draußen sind, ergreifen wir die Chance und hauen ab. Du bist selbst zum Großmachen zu blöde. Wenn wir erst beim Schienenverlegen sind, leiten wir sie heimlich um, sodass sie hier durchs Gefängnis führen. Wenn wir das geschafft haben, steigen wir in den Zug ein und fahren davon. Das ist ja wieder mal genial. Und gibt's da auch einen Speisewagen? Jack, kannst du ihn backpfeifen? Ich hab nicht mehr die Kraft. Aua! Danke. So, und jetzt schlaft. Vor uns liegt ein harter Tag. Runter von der Pritsche, Daltons. Die Eisenbahnschienen rufen. Aufgewacht, ihr Schnappnasen! Mein Name ist Augustin Fallerfell. Ich komme aus Paris und ich bin der leitende Ingenieur beim Bau der neuen Eisenbahnlinie. Noch Fragen? Ein Mädchen, das wird ja immer leichter. Ma ist auch ein Mädchen und mit ihr ist nicht gut Kirschen essen. Ma ist kein Mädchen, sie ist Ma. Ruhe, kleiner Mann! Ich sage euch, was ich nicht ausstehen kann. Jämmerliche Männer, faule Männer, dürre Männer und alles zusammengenommen. Eure Aufgabe ist einfach. Ihr verlegt die Schienen entsprechend der Karte der Eisenbahngesellschaft. Wo liegt das Gefängnis von hier aus? Richtung Westen, das ist dort. Wir wollen allerdings nach Osten. Na dann, an die Arbeit, kleiner Mann. Alles klar, Jungs. Na dann wollen wir mal die Schienen verlegen. Wisst ihr nicht, was gerade heißt? Das ist alles andere als gerade. Ihr müsst der Karte folgen. Nehmt die Schienen wieder auf und fangt von vorne an, ihr Deppen. Ah, die mit ihrer dämlichen Karte geht mir langsam auf die Nerven. Herein! Madame, ein Bote hat das gerade für Sie abgegeben. Oh, wie hübsch. Ein Kind hat ein Bild für mich gemalt. Das ist keine Kinderzeichnung, sondern die neue Karte der Gesellschaft. Wir müssen dieser Karte folgen, klar? Sehen Sie hier, das ist doch das Siegel der Eisenbahngesellschaft. Wir ändern die Richtung, Kinder. Wir verlegen Richtung Westen. Die Daltons arbeiten aber ganz schön schnell. Es geht doch nichts über Dynamit. Es ist so herrlich ruhig, wenn die Daltons nicht da sind. Direktor, die Eisenbahnschienen kommen direkt auf uns zu. Was? Das ist ja witzig. Dieser Karte zufolge sollen die Eisenbahnschienen direkt durch ihr Gefängnis führen. Aber... Yippie! Aber... Aber... Ja, geplant ist geplant. Da kann man nichts machen. Seid ihr bereit? Wir nehmen gleich diesen Zug hier. Wir nehmen den nächsten Zug. Und hopp! Dann nehmen wir eben den nächsten. Das wäre der 2 Uhr. Der war zu früh. Eilige Lieferung. Die Fahrkarten bitte. Ich hab doch gesagt, wir brauchen Fahrkarten. Ich telegrafiere nach Washington. Sie müssen sich entscheiden, entweder das Gefängnis oder der Bahnhof. Ich hab da eine Idee. Au.
Los, kommt, wir nehmen den Nachtzug. Averill, hast du die Fahrkarten? Ja, hab ich. Es gab Familienrabatt. Ja, der fährt ab. Nicht, dass wir ihn verpassen. Ja, Averill, dafür ist jetzt keine Zeit. Oh. Puh, gerade noch rechtzeitig. Willkommen zu unserer Gefängnisrundfahrt. Soll das ein Witz sein? Am Ende unserer Tour erwartet Sie der Souvenirshop. Wunderbar, ein Gefängnisthemenpark. Das war eine brillante Idee, Miss Betty. Na, wäre doch schade, wenn wir die Schienen nicht nutzen würden. Averill, von wem hast du die Fahrkarten gekauft? Na, von unserem Direktor, Joe. Oh, sieh mal, mein Sohn, die Daltons, das sind ganz berühmte Gefangene. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wir sind zur Touristenattraktion geworden.